Hallo, ihr Freunde des geschmolzenen Plastiks. Es ist endlich soweit. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine recht besondere Box neben mir liegen. Nein, nicht weil sie verbeult ist, sondern aufgrund des Logo-Aufdrucks. Und auf der anderen Seite habe ich einen Drucker neben mir stehen. Und das kann, wer meine Videos aufmerksam verfolgt hat, nur eins bedeuten. Wir bauen heute den Zesty Nimble, einen Remote Direct Extruder, auf den Tevo Tarantula. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Tevo so weit hatte, dass er lauffähig ist. Aber es funktioniert endlich alles. Gestern Abend ist mir noch das Board kaputt gegangen, aber ich habe zum Glück noch ein Ersatzboard da gehabt. Und von daher sind wir jetzt soweit startklar, dass wir den Nimble verbauen können und am Schluss dann auch direkt einen Testdruck machen können. Und ich würde sagen, als erstes schmeißen wir mal einen Blick in die Box, was Zesty denn so alles mitliefert. Für die, die das Konzept noch nicht kennen, der Nimble ist ein Remote Direct Extruder. Das heißt, im Prinzip wird hier wie beim Bauen der Extrudermotor am Rahmen befestigt. Da kommt dann ein Adapter drauf und der sorgt dann mit einer Umlenkstange dafür, dass dann hier am Hotend entsprechend ein Getriebe angetrieben wird, mit dem man dann das Filament einzieht. Dadurch wird dann das Hotend entsprechend sehr leicht, wie beim Bauen, und man hat die Vorteile eines Direktextruders. Das ist zumindest mal das, was der Hersteller verspricht. Und man soll angeblich damit schneller, präziser drucken können und auch flexible Filamente drucken können, was mit einem Baudensystem so einfach nicht möglich ist. Ich bin gespannt. Das Konzept ist interessant. Und ich habe mich schon lange darauf gefreut, habe ewig darauf gewartet, weil ich das Ding vorbestellt hatte. Und jetzt haben wir endlich die Zeit dazu, um das da mal auszupacken. Vorab aber noch, wer das Ding mal in Persona sehen möchte und zufälligerweise nächste Woche zur Formnext kommt, kommt freitags vorbei, kommt abends dann entsprechend nach der Formnext hier gerne bei uns im Büro vorbei. Da ist auf jeden Fall einer da, weil wir haben hier eine Aftershow-Party. Dann könnt ihr euch das Teil und den Bruiser in Enclosure und alles, was wir hier so gebaut haben in letzter Zeit, halt alles mal in Persona angucken und bestaunen und euch gerne noch mit uns ein bisschen unterhalten und ein kleines Bierchen trinken oder sowas in Richtung. Damit genug gesagt, packen wir das Teil einfach mal aus. Ich habe vorher schon entsprechend, damit ich, weil Zesty nicht alles mitliefert, eine Mounting Blade anfertigen müssen. Das ist jetzt, hört sich wilder an, als es eigentlich ist. Im Prinzip ist es nur dieses kleine gedruckte Teil hier. Man sieht, das ist eine flache Platte mit ein paar Bohrungen drin, die genau hier oben auf diese eine Platte hier bei mir auf dem Drucker passt und halt noch zwei weitere Bohrungen hat, um den Adapter von Zesty hier entsprechend zu befestigen. Und dann sieht man auch gleich, dass hier ein paar schöne Teile dabei sind, die sehen interessant aus, sind, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Nylon oder irgendwas gedruckt. Das ist das Mount für den Extrudermotor, um dann entsprechend den Nimble dran zu befestigen. Ein paar Getriebe, die schon vormontiert sind jetzt hier bei mir. Die Umlenkstange, man sieht, die ist jetzt nicht so steif, wie man es halt vielleicht vermuten würde, sondern es ist wie beim Schraubenzieher. Sehr flexibel, ist glaube ich aus Carbon oder irgendwas gefertigt, hat hier vorne wie beim Schraubenzieher solche vorgefrästen Kanten und damit kann man im Prinzip über den kompletten Drucker hinweg halt auch auf relativ große Bauhöhen, muss ich sagen, das ganze Ding betreiben. Das hier ist, wenn ich es richtig verstanden habe, noch etwas Öl, damit man das ganze Getriebe, was hier entsprechend verbaut ist, dann ein bisschen noch ölen kann. Hier sind ein paar Schrauben und das steife Verbindungsstück. Ein Sticker. Und noch ein Teil vom Extruderkopf. Und noch ein Getriebe mit zwei Kugellagern. Genau, das war's. Packen wir das mal darüber. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier soweit alle Teile mal ausgebreitet. Den Sticker, ja, den packe ich jetzt mal hier zur Seite. Die Umlenkstange habe ich hier auch auf der Seite liegen. Und jetzt noch mal kurz hier zu dem selbstgebauten Teil. Na, hoffentlich stellt das jetzt scharf. Komm schon. Jawohl. Ihr seht, das ist ein relativ dünnes Teil mit einfach nur ein paar Bohrungen drin. Ist also nichts Wildes. Und habe ich, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten designt. Falls ihr da irgendwie jetzt keins findet auf Thingiverse, Zesty selbst gibt an, dass sie auf Thingiverse entsprechend die ganzen Mounts für so viele Drucker bereitstellen. Falls ihr da keins findet,
könnt ihr euch einfach da so eine dünne Platte gestalten. In Fusion 360 habe ich das hier jetzt gemacht. Wenn ihr Probleme habt, sowas zu gestalten, fragt mir in der Community oder bei uns im Discord rum. Ihr könnt auch uns gerne schreiben. Wir können euch da auch vielleicht behilflich sein, wenn wir noch genug Zeit haben. Und dann kriegen wir das mit Sicherheit hin. Genau, im Grunde genommen, wie ihr seht, das sind so zwei Zahnräder, die sind auch so, ja, da fällt schon auseinander. Zwei Zahnräder, die sind schon entsprechend zusammenmontiert mit Kugellagern und Getrieben. Die sehen aus, als wenn sie aus einem, naja, fühlen sich an, als wenn sie aus einem Teflon wären. Keine Ahnung, was das für ein Material ist. Sesti gibt selbst nur an, dass die per SLS-Verfahren entsprechend gedruckt worden sind. Es sind also alles gedruckte Teile bis auf dieses Teil hier. Das ist wahrscheinlich ein Stanz oder so Richtung aus einem relativ dünnen Metall. Alles andere ist soweit hier, auch der Kleber natürlich nicht, entsprechend gedruckt. Und das finde ich insgesamt interessant, weil wenn man das Teil hier in die Hand nimmt, meint man eigentlich erstmal, es wäre so ein bisschen metallisch oder so aus einer Richtung. Aber gut. Und als erstes packen wir mal dieses Teil hier rein. Als nächstes kommt dieses Zahnrad laut Anleitung da rein. Und dann kommt dieses gute Stück hier so oben drauf, wenn das denn passt. Hm. Ihr seht, der halbe Extruder ist jetzt quasi schon zusammengebaut und das Ding ist echt klein und echt leicht. Also wenn ich jetzt mal gucke, das ist kleiner als meine Hand. Ja, das ist echt schon ein kleines Teil. Da sieht man die Öffnung halt, wo dann später der Stab reinkommt. Da sieht man die Kugellager. Ist also echt schon ein kleines Teil. Ich meine, es ist jetzt nicht groß, ist aber auch verdammt leicht. Sesti selbst sagt, dass es Bauteil hier, glaube ich, was auf das Hotend kommt, weniger als 27 Gramm hat. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und muss man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Im nächsten Schritt müssen wir dann dieses Bauteil hier, das ist die Klemme für die Filamentzufuhr, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Und dann sieht man auch schon gleich, wie genial das Ganze ist. Das ist der schnellste Verschluss, den ich bis jetzt so wirklich für ein Filament laden und entladen gesehen habe. Weil hier wird einfach nur mit ein bisschen Druck gearbeitet, dass das Filament quasi eingequetscht wird. Ja, oder auch das Ding halt dann rausfällt. Aber man braucht hier nur diese Klammer zu lösen und das dann aufzuklappen. Kann das Filament rausziehen, das nächste Filament reinschieben. Fertig ist das Ganze. Jetzt kommt hier zu guter Letzt noch diese Platte hier unten drunter, wo ich erstmal noch rausfinden muss, wie ich die montieren muss. So. Glaube ich mal. Hm. Das ist ein bisschen tricky. Hoppa. Ja, das muss später durch die Schrauben entsprechend festgezogen werden. Genau. Und jetzt sieht man, ist das Ganze noch so aufgebaut, dass es dann auf den Extruder passt hier oben. Dass das Ganze halt entsprechend auf die Bohrungen passt, die ich da vorgesehen habe. Und wir können das Ganze quasi auf dem Hotend montieren. Dafür muss aber noch hier oben, glaube ich, entsprechend noch eine Halterung montiert werden. Die kommt sowohl für den Extrudermotor als auch für das Hotend entsprechend mit und einen entsprechenden Adapter, eine Kupplung, die einfach wie man es sonst von anderen Druckern her kennt, nur halt wesentlich kleiner gebaut ist. Man sieht hier, die hat ein paar Schrauben mehr drin als die Standardkupplungen, die man so von 3D-Druckern her kennt, damit die auch wirklich fest sitzt. Ist also echt sehr schön, was sich Sesti da ausgedacht hat. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir schon mal die Frechheit erlaubt und habe hier entsprechend die Halterung für den Extrudermotor von Nimble
vormontiert und habe den alten Extruder, den Titan, entsprechend demontiert vorher. Und wir können jetzt quasi damit beginnen, den Extruder hier zu befestigen. So, genau. Im nächsten Schritt kommt jetzt quasi die Kupplung hier oben drauf. Ich muss nur gerade schauen, genau so rum. Dafür das ganze Ding mal unten durchschieben. Und dann von hier aus gesehen. Einen Schrauben öffnen. Gucken, da ist die flache Seite. Da drauf. So. Jetzt, das muss man ein bisschen weiter runter. Sesti selbst sagt, dass das Ganze circa 1,5 mm über, das kommt ungefähr hin, 1,5 mm über dem Deckel hier entsprechend befestigt werden soll. Ja, das passt jetzt nicht ganz, aber sollte hinkommen. Und dann kommt jetzt im nächsten Schritt schon quasi der Adapter hier oben drauf. Den können wir dann mal rüber drehen, damit der dann wirklich fest ist. Also da wackelt gar nichts mehr, außer der Drucker selbst. Und dann kommt quasi, ich ziehe die mal so ein bisschen raus, die liegt nämlich nur lose. Die Stange an sich liegt lose in der Hülse hier drin. Und ja, ich weiß, diese rote Hülse passt nicht wirklich farblich zum Drucker selbst. Aber ich mag ungern dieses schöne KVP-PETG jetzt durch ein neues ersetzen. Wir werden bald nochmal auch ABS von Keen Village Plastics ins Haus bekommen. Und spätestens da werden die ganzen Voron-Bauer wahrscheinlich hellhörig, weil Keen Village Plastics jetzt in den USA offiziell zu dem Voron-ABS auserkoren wurde. Da steckt nicht ganz drin. Da muss man ein bisschen was rein. So. So. Und das finden wir von Makorama natürlich sehr schön, weil wir offizieller Distributor von KVP hier in Europa sind. Und da natürlich auch entsprechend euch gerne mit Material versorgen zu einem fairen Preis. So, die soll man auch laut Sessi nicht zu festziehen, sämtliche Schrauben, da ansonsten die Teile brechen können. Die sind halt auch nur gedruckt, in Anführungszeichen, sehr hochwertig gedruckt mit SLS, mit dem SLS-Verfahren. Aber man sollte halt aufpassen. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier meine Kamera nochmal scharf stelle. So. Und dann könnt ihr sehen, das finde ich jetzt affengeil, dass das Ding sich wirklich dann super mitdreht. Das ist eine super Sache. Und ich baue jetzt die Kamera um und dann schauen wir uns noch das Hotend an und können letzten Endes dann nochmal genau einen Blick auf den Druck werfen. So, und als erstes am Hotend beginnen wir mal mit dem Entfernen der Schrauben. Ich habe jetzt eben gemerkt, als ich das Ganze nochmal kurz getestet habe, prüfen der Platte, ob die denn jetzt passt, bei der Mounting Plate jetzt festgestellt, dass das noch nicht ganz hundertprozentig passt, aber ich konnte es zum Glück ein bisschen zurechtbiegen. Das heißt, die finale Version, die ich nutze, bestelle ich euch dann online. Das ist halt eine Präzisionsarbeit,
aber für den ersten Versuch, um mal hier was zu montieren, sollte das, glaube ich, soweit reichen. Und ihr seht, es geht eigentlich relativ einfach, das hier zu montieren. Ich habe jetzt bei der aktuellen Variante hier nochmal zwei solcher Nupsis entsprechend dran designt. Die müssten eigentlich noch ein Stück höher sein, damit das Ganze halt später plan abschließt mit den Schrauben, die dann noch unten rauskommen. Weil die stehen momentan noch ein klein wenig über. Da ist es, genau. Aber für den ersten Druck sollte das soweit erstmal reichen. So, die letzte Schraube hier noch. Und dann kommt auch schon hier der Nimbel drauf. So, kann noch ein bisschen nachziehen. Das sitzt ziemlich fest, würde ich mal sagen. Noch ein bisschen nachfokussieren. Ihr seht, das sitzt ziemlich fest. Und als letztes muss jetzt eigentlich nur noch mal das gleiche wie beim Extruder passieren. Das heißt, wir schnappen uns dieses Bauteil. Na, wie rum kommt es jetzt drauf? So rum. Nee. So rum. Und dann muss das festgedreht werden, richtig. Wobei das jetzt auch nicht ganz so passt. Boah. Alter Falter, ist das fest. Okay. So, sonst kommen wir nicht mehr in die Schraube ran. Dann stecken wir mal das ganze Teil da rein. Jetzt mal hier nochmal die Schraube ein bisschen auflockern und noch ein bisschen nachziehen und dann das hier fest. Genau. Und wenn alles funktioniert, sollte sich jetzt eigentlich auch, ja genau, wenn man jetzt hier unten schaut, da ist so ein kleiner Pfeil quasi. Der dreht sich mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich habe andere Klamotten an. Es ist der darauffolgende Tag, also der Samstag, um 11.45 Uhr irgendwas in Richtung. Ich habe gestern Abend Feierabend gemacht, weil ich den Nimbel nicht zum Laufen bekommen habe. Nicht, weil das einfach nicht gut ist, das Produkt, sondern weil da anscheinend ich das Glück hatte, dass ich ein Produkt erwischt hatte, was noch mit einem fehlerhaften Teil aus einer fehlerhaften Charge entsprechend ausgeliefert worden ist. Ich habe mit dem Support von Zesty geschrieben, mit dem Like von Zesty auf Discord und der hat direkt eine Lösung gewusst. Der hat gesagt, ja, das ist die Brücke, die da, die rote, die verbaut ist. Da gab es eine fehlerhafte Charge, die haben versucht, sie auszutauschen, bevor sie die Vorbestellerboxen verschicken. Das hat aber anscheinend nicht bei allen funktioniert und sie schicken mir direkt per Express hier aus dem Lager in Europa direkt ein neues. Das finde ich super, dass das soweit funktioniert. Des Weiteren haben wir aber auch noch eine Lösung gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die sieht nämlich wie folgt aus. Das hier quasi, seht ihr, habe ich einen kleinen Nagel gecuttet und habe den hier durchgesteckt, damit diese Brücke genug Druck bekommt, damit dadurch dann entsprechend das Getriebe die Möglichkeit hat, das Filament einzuziehen. Das ist wie gesagt ein Provisorium, bis das Ersatzteil da ist. Finde ich jetzt auch nicht schlimm in irgendeiner Art und Weise, weil der Support direkt Bescheid wusste und sich wirklich hilfreich gezeigt hat in mehrerlei Hinsicht. Das ist halt was passieren kann, das kenne ich selbst. Und da der Support direkt da ist und nicht irgendwie sich dann nicht mehr meldet, wie es man von verschiedenen chinesischen Herstellern her kennt, dass solange alles gut ist, ist der Support für einen da, aber sobald irgendwie ein Problem auftritt, ist er weg. Das ist hier absolut gar nicht der Fall. Also ich muss echt sagen, danke Leikel für deinen Support, das war echt super. Und jetzt gibt es noch ein bisschen B-Roll von endlich dem Nimbel, wie er druckt.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr die Form Next Videos nicht verpassen wollt und auch sonst die anderen Videos nicht verpassen wollt. Und wenn ihr auf der Form Next seid, kommt nächste Woche gerne vorbei. Wir sind die ganze Woche vor Ort. Freitags gibt es bei uns hier im Büro nochmal entsprechend eine kleine Aftershow-Party. Von daher seid recht herzlich eingeladen. Wir sehen uns dann. Bis nächste Woche.